Sie sind der Jack, um den es geht. Genau. Jetzt werden sie aber frech. Ich glaube, ich muss hier gleich mein Schwert rausholen und den einmal decken. Seht ihr, was ich sage? Hey, ruhig. Immer mit der Ruhe. Also Herr Rogers, wir haben Ihr Wort, dass Sie mit dem Herrn Houston sprechen und Schritte gegen diese Petition einleiten? Ich werde versuchen, dass das auf jeden Fall nicht in Kraft setzt. Guten Abend. Wir haben einen Termin, ja, ich weiß. Also jetzt nicht erschrecken, ist nicht viel Platz, aber wir kommen schon alles klar. Alles gut, das kriegen wir treten hin. Treten Sie ein. Sie müssen dann einmal Maß nehmen. Sie müssen sich einmal bis auf die Unterwäsche entkleiden, bitte. Ja, klar. Keine Angst, ich gucke Ihnen nichts weg. Einmal um die Taille rum, Moment, ruhig stehen bleiben. Klar. Oh, Sie haben aber Bauch. Hallo. Ja, nicht einziehen, locker lassen. So, dann brauche ich noch einmal die Beine. Die sind beide gleich lang, oder? Ist kein Holzbein. Ja, nee, alles in Ordnung. So, die Werte habe ich. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Also ich sehe schon an Ihren Augen, da würden auf jeden Fall kräftige Erdtöne passen. Auch eher nach. Oh ja. Was halten Sie davon so ein? Mein ganz, ganz tiefes also, Grauen. Also meine Haare, die sind natürlich schon, da erkennt man mich sofort. Genau. Die sind auf jeden Fall sehr markant. Also die sollten Sie vielleicht nicht färben. Ich hatte nicht vor, Ihre Haare zu färben. Ja, richtig. Ich bin schon relativ wohlhabend, können wir so sagen. Ich zeige es nur nicht so gerne, aber jetzt, gerade wenn ich jetzt so in diplomatische Richtung, da muss ich schon ernst genommen werden, wissen Sie? Das verstehe ich, ja. Und ich weiß, Sie sind jetzt vielleicht gegenüber meinen Meinungen, ich weiß nicht genau, wie Sie dazu stehen, ich kann Sie nicht so ganz einschätzen, Ihre politischen Richtungen, ja, auch nach gestern Abend nicht. Aber ich habe das Gefühl, Sie verstehen meine Intention. Dementsprechend können Sie auch verstehen, in welche Risiken ich mich auch begebe. Also ich und dementsprechend ganz kurz, ich sehe Ihre Taten und ich höre Ihre Stimme, aber Ihre Intention ist mir fremd. Können Sie die vielleicht nochmal erläutern? Aus meiner Erziehung. Aus Ihrer Erziehung? Mir wurde beigebracht und so sehe ich das auch, so dass Menschen wie Jack einfach nur böses Blut haben. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass er uns alle, auch wenn er vielleicht ganz nett wirkt, uns alle in Gefahr bringt. Und diese Gefahr möchte ich einfach beseitigen. Haben Sie dafür Beweise? Das ist es ja. Man kann das nicht weisen. Bis er dann was macht und dann ist es zu spät. Okay. Denn er macht ganz hinterlästige Sachen. So sind die alle. Die sind alle gleich. Ja. Wie viele Jacks kennen Sie denn? Und da gab es schon sehr viele und die wurden halt alle in der westlichen Welt, sage ich mal, schon normal für uns, dass wir die einfach, entweder die wurden, wenn sie sich nicht verhalten haben, die haben kein Essen bekommen, die wurden geschlagen und eigentlich auch getötet, weil sie meistens immer Böses wollten. Die wurden auch weggeschifft. Wir hatten Schiffe und dann wurden die einfach woanders hingeschoben. Ja. So irgendwo südlich, glaube ich, haben wir die hingetan. Ja, das war damals. Und können Sie sich nicht vorstellen, dass das hier vielleicht anders ist als Rügen? Naja, was heißt hier? Das Problem ist ja, ich meine, Jack kommt ja auch nicht von da, wo Sie herkommen. Ja, das ist ja irrelevant. Nee, die sind alle gleich, die kommen alle aus dem gleichen Teil unserer Welt, und zwar aus dem dunklen Teil. Dem dunklen Teil Ihrer Welt. Sagen Sie, Herr Houston, Ihre Augenfarbe ist ja auch recht eigenartig. Genau. Glauben Sie nicht, dass wenn jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat mit jemandem, der Ihre Augenfarbe auch hat, dass der dann darauf schließen kann, dass Sie ihm auch Unheil bringen? Das ist völlig unlogisch. Was hat eine Augenfarbe denn bitte damit zu tun? Und was hat die Hautfarbe damit zu tun? Das habe ich Ihnen noch gerade erklärt. Das sind die Gene. Aber die Augenfarbe entsteht doch auch aus Genen. Nein, das glaube ich nicht. Warum? Auf jeden. Genau, Sie wollten erzählen, warum Augenfarbe keine Gene bedingt. Das ist ja purer Zufall. Aber Sie haben gelbe Augen. Und Ihre Eltern? Meine Eltern, die haben keine gelben Augen. Obwohl, ich weiß es gar nicht. Habe ich nie drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Ihre Eltern haben Ihnen die Gene vermacht. Ja, Sie entstanden aus Ihren Eltern. Ja. Würden Sie denn sagen, dass Sie genau gleich sind wie Ihre Eltern? Nee, aber das kommt ja, ist ja doch
Schon ähnlich. Also ich ähnlich, ja. Ähnliche Fähigkeiten, ähnliche Verhaltensmuster, aber natürlich, das liegt auch an der Erziehung. Und diese Menschen wurden genau von den Parasiten. Nein, wir reden jetzt nicht über diese Menschen, wir reden gerade über sie, Herr Houston. Ja, ich wurde erzogen, und zwar gut erzogen, von meinen Eltern. Sie wurden erzogen richtig. Von ihren Eltern. Richtig. Und zwar nach den Wertvorstellungen, die ihre Eltern für richtig halten. Richtig, und dementsprechend halte ich sie auch für richtig, ist ja völlig logisch. Aber jetzt bedingt doch die Erziehung, die Verhaltensweise und nicht mehr so sehr die Gene. Aber ich bin ja auch weiß. Sie sind ja auch weiß. Und bei Ihnen ist das die Erziehung und bei anderen Leuten sind es die Gene? Ist ja ein Zusammenspiel aus dem Ganzen. Ist ein Zusammenspiel aus dem Ganzen. Könnte es dann nicht sein, dass die Erziehung die Gene überwiegt? Das kann ich jetzt nicht so differenzieren. So gut bin ich in der ganzen Materie auch wieder nicht. Sie halten es für möglich. Es ist nicht pauschal unmöglich. Wenn ich sie richtig schlimm erziehe, dann könnten sie bestimmt genauso schlimm sein wie Dunkelhäutige. Ja, das kann schon gut sein. Und könnte es dann andersrum nicht genauso sein, dass wenn Dunkelhäutige richtig gut erzogen werden, dass die ähnliche Verhaltensmuster an den Tag legen wie Weiße? Wer würde die denn bitte gut erziehen? Leute, die sich das zur Lebensaufgabe gemacht haben. Sie halten es nicht für unmöglich. Bin ich nicht hergekommen, damit sie mir Kleidung machen? Ja, das machen wir ja. Haben wir auch. Und jetzt haben wir gerade ein anderes, sehr, sehr spannendes Thema geöffnet. Und zwar, Sie sagen ja, wer soll die denn gut erziehen? Richtig. Daraus schlussfolgere ich, dass sie nicht pauschal ausschließen, dass das möglich ist. Doch, schon. Weil es gibt nämlich niemanden, der die gut erziehen kann. Weil die sich ja von Grund auf nicht gut verhalten. Da gibt es ja nichts zu retten. Wenn es jemanden gibt, der die gut erziehen könnte, theoretisch, wäre es möglich, dass sie sich ändern. Ja, aber ich könnte mir niemanden in den Kopf bringen, der sie gut erziehen könnte. Denn niemand würde es länger als 5 Minuten mit so einem schreienden, schwarzen Kind aushalten. Herr Houston, Sie haben ja gesagt, unsere Sitzung ist beendet. Sie haben heute große Fortschritte gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich setze mich sogleich an Ihre Kleidung. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Meinen Sie es gerade ernst? Kann ich noch was für Sie tun? Ich habe doch die Maße genommen. Sind Sie unzufrieden mit meiner Arbeit? Gibt's noch andere Schneider in der Stadt? Nicht, dass ich wüsste. Auf Wiedersehen, Herr Houston.